Hi, servus Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Night of the Dead. Wir stehen wieder kurz vor der Horde, wie meistens, wie so oft in letzter Zeit. Du sollst nicht reparieren, einfach nur mitnehmen bitte. Okay, einmal repariert, ist auch gut. So, das Wichtigste ist der Flammenwerfer. Habe jetzt gerade noch das Öl reingeholt. Wird es noch verarbeitet zu Benzin. Ja, so komfortabel ist das nicht mehr, was ich hier habe. Schade. Jetzt bringe ich das mal raus. Die Horde steht kurz vor der Tür, beziehungsweise kurz vorm Loslaufen. Hier ist ja gar nichts drin. Ja, wie viel lassen wir drin? Kann man das nicht irgendwie in größeren Schritten rausnehmen? Ich würde 400 drin lassen wollen. Ich spamme schon die Taste. Schneller geht's nicht. So, 400 sind drin. Kann man sich merken. Die Welle ist schon unterwegs. So, Reparatur. Das ist auf jeden Fall das Wichtigste, alles hier vorne reparieren. Den Zaun hat man ja schon aufgebaut, das letzte Mal. Oh, das Fundament war ja fast durch. Das Tor auch hier. Die Mauer. So, es gab keine Upgrade-Stufe. Kein Upgrade für meine Falle. Ich hatte zwar ein bisschen was eigentlich gewollt, geplant. Ja, wie so oft sind halt ein paar Dinge dazwischen gekommen, ne? Ja, ich höre die Schreier schon, aber immer so eine Sache, ne? Falle muss halt auch repariert werden. So. Ist jetzt nur einer diesmal, oder was? Ich kann jetzt zumindest keinen zweiten hören. Hoffe ich, dass es nur einer ist. So, den Zaun noch reparieren. Der kommt eh mal ein bisschen zu kurz vor der Horde. Fallen sehen ganz gut aus. Außer man übersieht natürlich was beim Durchscrollen hier. Nur ein Einzelner. Gibt's doch noch irgendwo einen Schreier? Oh ne, das sind schon die Großen. Mach an das Ding. Angemacht. Die Tür ist offen. Das heißt, ich kann die schließen, aber erst wenn ich draußen bin, bitte. So, das nochmal kontrollieren. Die Pendel nochmal abchecken, ob die voll sind. Es geht so. Okay, die Tür noch reparieren. Wo soll da war noch was? Das haben die immer im Blick hier, die zerstören das gern. So. Wie sieht's aus? War alles wieder mega auf knapp jetzt hier. Ich schätze mal, ich habe nichts dabei, was ich brauche. Oh Mann. Oder? Ui. Zieh das mal an, das ist mega wichtig. Das hier runter. Angeln ist jetzt nicht. Was sie gegessen und geschaut, ja, das war natürlich so klar, ne? Keine Munition. Schau, ob ich was herstellen kann. Granate. Zwei Stück sind drin. Dann muss ich mir schon wieder was holen. Was bauen? So. Ich schieße die zwei erstmal raus hier. Das ist mal besser wie nix. So, jetzt haben die erstmal richtig Schaden kassiert, hoffe ich doch. Meine Falle wahrscheinlich auch. Es geht noch. Klar, der Schaden ist natürlich schon da. Auch nicht wenig für die kurze Zeit. Aber es sollte ausreichen, mir mal hier
ein bisschen was zu holen. So. Das. Falscher Reiter. So, 7 Schuss ist auch nicht so prickelnd, aber es ist schon mal besser wie nix. So, die renalieren jetzt schon wieder. Wahrscheinlich außerhalb vom Flammenwerfer oder so. Ah, sie stapeln sich zum Mast da unten. Muss da auf jeden Fall noch was reinhauen. Und jetzt mal schauen, wie das aussieht. So, zur letzten Horden nach hatte ich die Rüstung noch nicht an. Man merkt jetzt auch, dass man viel langsamer hier unterwegs ist. Mit dem schweren Teil. Kann ich die Falle nochmal haben? Ich hätte die jetzt gleich direkt mal aufgefüllt. Danke. So, die Schäden scheinen okay zu sein. Dann checke ich jetzt erstmal diese Pendel ab. Ich hätte schon einer bis dahin geschafft gehabt. Das ist bei 0. Okay, man sieht, wie wichtig so ein Pendel ist. So, die Falle, die ist bei 3, die fülle ich mal auf. Das Pendel ist bei 3, fülle ich auf. So, das letzte Mal bei der Hortennacht war nur ein Riese da. Nur einer. Was wie bisher immer 3. Daher schalte ich das heute mal an. Ich traue dem Ganzen jetzt nicht mehr. Ob das System noch so läuft, dass die Riesen nur jede zweite Nacht hier aufschlagen. 7, ja okay, ich lade es mal auf. Jetzt habe ich es gerade gesehen, dass es weit runter ist. So, hier nochmal abchecken jetzt. Durchscrollen. Reach. Ja. Da war was, was ein bisschen mehr ist. Nö. Bisschen, ja, das ist die Falle wieder. Egal, ist erstmal. Jetzt war nächste Runde dran. So. Aber jetzt mal wieder aufs Dach geschaut. Ja, es geht so, oder? Ist gar nicht so viel los. Kann ich ja vielleicht auch nochmal mit ins freie Feld gehen. Munition habe ich dabei. Mir das mal von hier anschauen. Okay. Es sind viele. Ich muss mich echt erstmal daran gewöhnen, dass die so langsam rennt. Ein oder andere wird es wahrscheinlich schon nerven, dass ich das zum 5. Mal erwähne, aber es ist einfach richtig schlimm. Wenn man das einfach so gewohnt ist, dass sie so richtig flink war. Und jetzt ist. Ändert sich alles, die ganze Bewegungsroutine, alles ändert sich. So, ich ziehe jetzt nochmal aus der Falle. Für die, die es nicht wissen. Ich habe immer die Hoffnung, dass ich damit die Falle mal ein bisschen entlasten kann, dass ich die ab und zu mal rausziehe. Dass nicht so viele sich stapeln. Und ich denke, dass die Taktik auch in den letzten Wochen sich bewiesen hat. So, jetzt habe ich die Holzfalle repariert. Die haben wir schon wieder nicht geupgradet. Weil wieder alles andere wichtiger war, wie zum Beispiel Angeln. Die Falle ist gut. Kann das sein, dass es heute ein bisschen entspannter ist? Wie im Gegensatz zu der letzten Runde? Da wischt wieder einer an mein Gemüse, oder was soll das? Das muss mir mal jemand erklären. Warum? Wendel! Alter. Der hat einen Skill drauf. Anti-Pendel-Skill. Gut, ich gehe nochmal vor den Fallengang. Da stressen zwar jetzt ein paar an meinem Gemüsebeeten, aber was soll's? So, einmal durchscrollen hier. Es sieht akzeptabel aus.
Okay, ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Schauen wir das jetzt nochmal von oben an, wenn ich hier an dem Türraum vorbeikomme. Geht so, aber die Welle ist unterwegs, die ist da. Der nächste große Schwung ist hier. Riesen zeigen sich doch nicht heute. Soll mir natürlich auf jeden Fall recht sein. Was geht denn da? War da ein bisschen Stau jetzt an dem Kompressor oder wie das heißt? Wie hieß das Ding nochmal? Pusher? Ich habe keine Munition mehr. Ab in den Fallengang. Reparatur. Ich weiß nicht. Kann ich es dabei beruhen lassen mit der Bazooka? Ich denke nicht. Das sah echt viel aus. Kiste. Mal was geholt. An Schießpulver. Granaten. 11 Stück. Das muss ich dann aber tun, ey. Wird immer teurer hier. Moment, ich gehe erst so, bevor ich irgendwas repariere. Jag da noch was rein hier. Oh, da wollte schon wieder einer mich schaden. Oh. Haben wir kurz geschaut. So, bei dem belasse ich jetzt erstmal. Schauen wir den Falleingang nochmal an. Reparatur. Autsch. Zu nah an der Klinge. Irgendwas hängt. Irgendwas hat gerade geklemmt. Ich hoffe, das passiert nicht nochmal. Wollte gerade nicht laufen. Aber hier sieht es eigentlich schon richtig gut aus, oder? So, ich ziehe jetzt nochmal raus. Soll nochmal frisch da reinlaufen. Hallo, war denn doch für dich? Oh, ob das eine gute Idee ist, wenn man zu langsam läuft. Ich schätze nein. Ich laufe mal hier raus, einfach so, um den Weg mal zu testen. Das war ja mein Fluchtweg für die letzte Gelegenheit. Das scheint ja nicht so richtig zu gefallen. Die wollen den Weg nicht laufen. Okay, ich gehe zurück. Ich muss das echt alles ein bisschen anders angehen. Die Frau ist so langsam. Wie sagt es schon wieder? Ja, ich fürchte halt, der Flammenwerfer wird bei Zeiten da drüben ausgehen. Das letzte Mal hatten wir 500 Benzin gebraucht. Diesmal hatte ich nur 400 zur Verfügung, also wollte ich der Sache natürlich hier ein bisschen Lockerung verschaffen. Aber das mit dem Laufen da draußen, das klappt irgendwie nicht mehr so. Das vermisse ich natürlich jetzt schon, da ums Gelände zu laufen und die ein bisschen zu ärgern. Katze und Maus zu spielen. Müssen wir wohl dringend an der Rüstung arbeiten. Aber ich hoffe natürlich, dass ich heute noch von denen ein bisschen was Geiles geliefert bekomme. Ja, danke schön. War schon mal was ganz wichtig. Was treiben die hier? Warum waren hier so viele? Okay, das tue ich aufladen. Ist schon weit runter. 19, 12, 0. War natürlich klar. Dieser eine Balken, der da ist, der ist nicht wirklich hilfreich.
Somit erwischt mich eigentlich das Pendel dort an der Stelle immer. So. Nochmal geschaut. Maximal halb durch. Hatte ja geschafft. Gehofft, dass die Falle das noch schafft. Ohne große Reparaturen. Es sieht gut aus. Bis auf das, dass so eine Kugel doch langsam ein bisschen wehtut. Trotz Helm und so. So, ich ziehe die nochmal raus. Flammenwerfer ist aus, so wie es aussieht. So. Jetzt sind wir an dem Punkt, der Sprit ist durch. Jetzt muss das die Falle regeln und die regelt das eigentlich nicht so, wie ich mir das vorstelle. Weil jetzt natürlich diese mit dem Baumstämmen alles geben können. Die stehen da jetzt, keine Ahnung, ein paar Meter von der Treppe entfernt. Und lassen sich aus. Die wollen ja da nicht so richtig reinlaufen, das kennen wir ja schon, ist ja nichts Neues. So, habe ich nichts gesehen, was fast durch ist. Geh doch mal raus. Und versuche ein paar loszuwerden. Ja, ja. Oh Mann, bin ich langsam. Der wirft ihm gleich so einen Haken schnell weg hier. So, jetzt auf die andere Seite. Dass hier nicht einer irgendwie wieder was zerstört, weil er hier einfach die Zeit hat. Zu demolieren. Es sieht aber gut aus. Genau, runter mit dir. Hier ist fast durch. Das ist noch okay, das repariere ich jetzt nicht. Okay, probieren die nochmal ein bisschen aufzumischen. Die haben nicht wieder was zerstört. Ja, ja. Uff. Okay, er dürft nochmal in die Falle gehen. Ist okay, alles gut. Wir sparen uns das jetzt hier noch. Sind noch 3-4 Zombies. Flammenwerfer sparen ist halt eh nicht mehr. Man sieht ja, es ist einfach aus. Jetzt schaue ich schon mal, ob irgendwo jemand steht und randaliert und in die Falle läuft. Hier sehe ich schon mal niemanden. Der mit seinem Baumstamm steht jetzt auch drin, das ist okay. Das ist okay. Schau ich auch gleich mal hier rein. Ich hoffe, da kommt jetzt nicht durch. Wenn ich hier gerade so gechillt bin hier und mach du Schreck. Zwei Stück, weil Gummiringe fehlen. Wollte doch jetzt schon mal ein bisschen vorarbeiten. Was gerade nicht geht, weil die Tasche noch vom Loot-Ausflug voll ist. War irgendwie ein komisches Bild, hatte gedacht, da steht jemand hinter mir. War so erschrocken, ey. So, der Fischkram muss ja eigentlich nicht hier rein, oder? Das sind die Schuppen. Ist ja kein Fischfleisch, aber das hier. Kann ich ja mal mit da reinstecken. Das sind wieder die Schuppen. Und das sind Fische, die noch nicht zerlegt sind. Kann das sein, dass noch einer randaliert? Oh, ist das Ding. Moment. Vorstehen, such, falls der noch existiert. Schau ich mal auf die Batterien. Ja, die Haubitzenfalle ist jetzt leer. Normalerweise mache ich die ja nur alle zwei Nächte an. Aber ich war jetzt ein bisschen verunsichert, ob jetzt nicht doch ein Riese kommt. Wenn man den verpasst und der dann direkt vor meiner Base schon randaliert, ist ja auch blöd.
So, jetzt schon. Hier ist doch noch einer irgendwo. Ja, der checkt's nicht. Komm ich nicht dran? Jetzt hat er es gecheckt. Mach mal den so weg. Ja, der mitspielt. Ja, tut er. Alles klar. Gut, Verluste. Mal wieder die Treppe, wie immer. Das eine Metallteil, wie immer. Also eigentlich nichts Schlimmes. Das habe ich alles ein bisschen runterhauen lassen und nicht mehr repariert. Dann ab einer gewissen Zeit an den Zaun hier, der hier außen läuft, der hier so weit runter ist, komme ich eh nicht von innen ran. Gut. Jetzt, ich habe extra Tasche leer gemacht, um als allererstes die Ölpumpen aufzufüllen. Man hat es gesehen, der Flammenwerfer ist ausgefallen. Das hat man ja schon seit Wochen vermutet, dass es irgendwann mal ein Ende hat. 5. Was fehlt denn jetzt schon wieder? Stoff. Gut, ich nehme das und das. Jetzt machen wir mal ein paar davon. So, ich habe schon 7 Stück. Bräuchte auf jeden Fall noch 13. Wird nichts, weil Blätter fehlen. Das heißt, wir zerlegen erstmal Forschungspunkte. Zack. Und stellen jetzt noch 2 her. So, das reicht erstmal, um die ganze Mechanerie da hinten aufzufüllen. Also mir ging es eigentlich jetzt ursprünglich nur um die Ölpumpen. Aber jetzt fülle ich alles auf, egal. So, jetzt mit den Ölpumpen, das muss ich mir natürlich mal überlegen. Entweder brauchen wir echt mal wieder einen richtig geilen Loot-Ausflug. Nicht in Häuser, sondern irgendwelche, keine Ahnung, Parkplätze. Wo ich natürlich jetzt auch nicht weiß, wo jetzt irgendwie viel zu holen wäre, wo das jetzt wäre. Oder ich brauche einfach viel mehr Ölpumpen. Was natürlich wieder Probleme nach sich zieht mit den Gummiringen, den ganzen Quatsch, den man dafür braucht, ist klar. Ja, die Straße zur Fabrik, ja, keine Ahnung, wie viele Autos da jetzt noch stehen oder so. Hier ist ja auch alles schon weggelootet, hier ist alles schon frei. Hier wahrscheinlich auch schon. Keine Ahnung, wo wirklich noch viel Benzin zu holen ist. Gut, jetzt holen wir erstmal ein bisschen von dem Loot rein. Meine Hoffnung ist ja, dass sie mir ein bisschen was dagelassen haben an Kleidung. Aber jetzt bin ich doch erstmal neugierig, was sie hier schon wieder getrieben haben. Die haben echt versucht, hier reinzukommen. Sieht aber alles heil aus auf den ersten Blick. Bin ich schon ein paar Schäden dran hier an den Steinwänden. Machen wir vielleicht das mal. Das und das. Das lasse ich. Dass in der nächsten Nacht da wieder ein bisschen sich austoben können, ohne gleich reinzukommen. So. Okay. Auf zum Loot. Oh, hier mal am Zaun lang schrammen. Schauen, wie es dem so geht. Dem geht's gut. Er ist schon ein bisschen weiter runter, dann nehme ich es mal mit. Auch gut. Okay, das Tor haben sie mal stehen lassen. Mal wieder. Schön, irgendwie hat sich doch alles ein bisschen geändert, entweder durch das Update oder durch die Umbaumaßnahmen mit dem doppelten Zaun.
fange ich mal hier hinten an mit den einzelnen Säcken. So. Mal fett reinlangen hier. Aber beim ersten Blick sehe ich jetzt nicht so eine Kiste. Da liegt eine. Da liegt eine. Die war mit dabei. So, mal sehen, was das Inventar noch hergibt. Scheinbar nichts mehr. Nochmal neues Decken. Schiebt sich nichts mehr zusammen. Irgendwas haben wir gefunden. Knochenhelm. Überlegen. Aber wir haben natürlich den Eisenhelm schon. Ja, die können wir doch mal jetzt Helm und Helm vergleichen. Das wäre doch auch mal was. Also sind beide... Da steht Überlegen dran. Wahrscheinlich kann man überlegene Sachen finden. Das Ding ist ja selbst hergestellt. Das steht gewöhnlich dran. Ob es noch was dazwischen gibt oder darüber, keine Ahnung. Bisher kenne ich nur die zwei Dinger. Und was überlegen jetzt dann genau bedeutet? Keine Ahnung. Ich hatte gedacht, dass hier vielleicht weniger von diesen Spulen reinpassen. Hier sind zwei Spulenplätze, so wie es aussieht. Und bei den Handschuhen zum Beispiel auch zwei. Kann ja sein, dass bei überlegener Brustpanzerung 3 reinpassen. Keine Ahnung, alles Spekulation. Das Ding wiegt 7 Kilo. Knochenhelm auch 7 Kilo. Ach, erhöht den Schaden um 4. Wenn ich die Rüstung anhabe, mache ich mehr Schaden. Und das reduziert den erfassten Schaden um 8%. Mehr Schaden machen oder weniger einstecken müssen. Aber hier steht noch in der dritten Zeile. Die gibt es hier gar nicht. Hochwertige Ausrüstungstropprate. Man hat höhere Chance, gute Ausrüstung zu bekommen. Mehr hätte ich wohl das anziehen müssen, oder? Ich mache mehr Schaden. Okay. Alles nehmen ist nicht mehr, so wie es aussieht. Aber hier oben bestimmt noch. Ihr könnt bestimmt noch ein bisschen was reinpacken. Lange ich jetzt noch ein, zwei Mal rein hier. Und dann muss ich was ausleeren. Jetzt hat man ja noch mehr so Slots in Belegung wegen den ganzen Fischkram auf jeden Fall. Da könnte ich das ja vielleicht erstmal zerlegen, den Fisch. Das müsste doch mal reinpassen. Fisch habe ich ja schon dabei. Ach, ich habe das Fleisch rausgelegt. Fischfleisch. Also war das auch schon mal nichts. Also den Tierkram hier rein, den ich mitgebracht habe. Jetzt kommen auch die Fischgräten dazu. Schuppen eigentlich auch. Aber da passt es ja schon mal nicht mehr rein. Man hat ja eigentlich mehr wie drei verschiedene. Okay, jetzt zerlege ich das erstmal. Skalar zerlegen. Ja, es waren ein paar. Goldfisch ist ja auch nichts Neues mehr. Den Zacko haben wir ja auch schon zerlegt. Aju. Schuppe des Aju. Ja, jetzt kommt noch ein neuer Platz hier. Drei Stück gefangen und den Knochenzünger. Das war ja mit der... Der verletzte Fisch gewesen sind von der letzten, von der Angelfolge. Den noch zerlegt. So, jetzt hat man jetzt ganz viele Schuppen noch. Passt natürlich jetzt nicht mehr hier rein. Selbst wenn ich die Riegel rausmache. Keine Chance. Schade. Brauche ich ja noch eine extra Kiste dafür. Die ist es schon mal nicht. Die auch nicht. Ist alles so voll. So, jetzt stecke ich mal das Schießpuffer wieder rein. Haben jetzt was gefunden oder was verbraucht, aber auch was gefunden jetzt. Also bekommen von denen. Da werde ich die jetzt vielleicht erstmal im Inventar behalten. Ah, jetzt dürfte erstmal genug Platz sein.
Oder ich versuche gleich noch ein paar Wartungskits herzustellen, aber auch das Inventar so leer. Die sind ja so teuer. Ui. Ui, ui, ui. Okay, 20 Stück. Ein bisschen Inventar frei geworden. Die können wir jetzt nochmal raus und den Rest noch holen. Vielleicht ist ja da noch was Schönes dabei zum Anziehen. Alles nehmen. Alles nehmen. Die ersten Zombies sind schon wieder da. Geh mal hier weg. Was liegt denn hier? Kleiner Vogel mit draufgegangen bei der Hordennacht. Okay, ich warte die Horde ab jetzt. Die Tageshorde. Ich glaube, die muss ich nicht per Hand machen, wenn ich hier neben meiner Falle stehe. Schauen wir uns den Fleischklopfer mal an, oder? Ja, ich denke schon, dass der effizient ist, wenn da wirklich die alle da stehen. In den Horden-Nächten sind es ja richtig viele, die da abparken. Könnte ich mir schon vorstellen, dass der sich schon lohnt hier an der Stelle. Vielleicht würden sich sogar noch mehr lohnen. Die sind ja hier echt gestapelt, die Zombies hier in der Nacht. Alles nehmen. Jetzt sehe ich aber erstmal alles auf. Das ist das, was ich sehe. So, jetzt hier oben nochmal rein. Alles nehmen. War da was dabei? Könnte so sein, oder? Moment, da liegt noch was. Wieder hoch. Einmal hier ums Eck geschaut. Könnte sein, dass ich alles habe. Also, Inventar auf, mal sortiert. Oha! Oha, Knochenschuhe selten. Also die Frage von vorhin wurde gerade beantwortet, ob es noch andere Stufen gibt. Knochenschuhe. Das sind die Überlegenen. Die haben wir das letzte Mal gefunden, in der letzten Hordennacht. Da können wir die ja direkt vergleichen. 5 Gewicht. Man macht 4 mehr Schaden. Ist bei denen auch so. Die haben aber noch Bewegungsgeschwindigkeit. 4% drauf und Vitalität 10% drauf. Was das genau heißt, können wir vielleicht hier sehen. Vitalität. Ausdauerverbrauch beim Angriff reduzieren, Ausdauerverbrauch beim Ausweichen reduzieren. So, da passt irgendwas in Widerstandsspule, Giftigspule rein, sind 2 Plätze. Oder braucht 2 zum Aufwerten, das weiß ich noch nicht so genau. Aber das sieht doch schon mal heftig aus. Das sind unsere neuen Schuhe. Optisch hat sich jetzt nichts geändert. Lederhandschuhe überlegen. Wir haben ja diese Eisenhandschuhe. 5 Gewicht, Lederhandschuhe nur 3. Eisenhandschuhe minus 8% erfasster Schaden. Das ist wahrscheinlich so ein Eisending, weil da hätten wir das auch schon gehabt. Und Leder, minus 5% erfasster Schaden. Man macht aber 2 mehr Schaden. Bewegungsgeschwindigkeit plus 4. Scheiß auf Eisen. Leder ist unser Ding. Wir kassieren jetzt wieder ein bisschen mehr Schaden mit der Rüstung, aber sind schneller. Ja, ich bilde mir ein, man spürt es. Okay. Was gab es sonst noch so Schönes? Eigentlich nichts Besonderes. Gut, dann würde ich vorschlagen, war es schon für die Folge. Komplett mit der Horde verbracht. Es war recht entspannend, verblüffend entspannend. Ein bisschen enttäuschend, dass ich nicht so mitrennen kann, was ich eigentlich immer gerne mache. Ein bisschen live mehr am Geschehen zu sein. Aber es wird sich dann auch noch ändern, wenn wir bessere Rüstung haben. Vielleicht schauen wir uns in der nächsten Folge auch an,
wie das ist mit dem Aufwerden. Weiß ich nicht, ob man das wirklich in die Knochenschuhe steckt oder auf was Besseres hofft, aber das kann ja natürlich noch ewig dauern. Das überlege ich mir noch bis zur nächsten Folge. Und bis dahin, lasst gerne mal ein Like da, ein Abo sowieso. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Ciao, Leute.